Hallo und willkommen zurück zur TinConline. Ich kann euch leider immer noch nicht sehen. Deswegen kommentiert gerne mal ein Hallo oder ein Herz. Zeigt, dass ihr da seid hier in den Kommentaren. Dann sehe ich euch nämlich auch. Ich habe richtig Bock auf die nächste Runde. Wir haben jetzt nämlich Mia Morgan zu Gast. Sie ist Musikerin, macht, sie selbst bezeichnet ihr Genre Gruftpop. Und sie selbst ist bekannt, zumindest auf ihrem Instagram-Account, für Deep Talk. Und genau dafür haben wir sie jetzt auch eingeladen. Auf Instagram äußert sie sich immer wieder sehr ehrlich und sehr offen, sehr empowernd über Body Positivity, über Mental Health, aber auch wenn sie irgendwie Tiger King krass kritisch sieht, dann äußert sie das auch auf Instagram. Sie nutzt immer wieder ihre Stimme, um junge Frauen zu empowern und das macht sie meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Deswegen heißt sie jetzt bitte herzlich willkommen. Sie wird auch noch zwei Songs spielen und moderiert wird das Ganze von Franziska Nisa. Sie ist Radiomoderatorin bei 1Live. Und nochmal vorab, bevor es losgeht, eine kleine Triggerwarnung für alle, die jetzt vielleicht für die das ein bisschen sensibles Thema ist mit Mental Health. Wir haben Hilfsangebote, die ihr in der Beschreibung findet. Und ansonsten, wenn euch das zu sehr triggert, dann macht lieber aus. Und damit geht's jetzt los. Herzlich willkommen, Mia Morgan. Hi. Hallo. Hallo Schön, dass Mia. ich Hallo. Ich muss mal, ich habe mich hier auf so einem kleinen Fenster noch mal extra und zwar genau auf deinem Gesicht, Ja, damit ich das mal hier irgendwie. war bei mir genauso wie ich muss das jetzt auch mal hier wegschieben. Wie schön, kannst du mich gut hören? Ja, ich höre dich super. Kannst du mich auch gut hören? Ja, perfekt. Das Schön mit dir zu freut mich. sprechen. Wo bist du denn Ja. jetzt da eigentlich? Bist du bei dir zu Hause? Genau, das ist mein Zimmer. Ich wohne mit meinem Freund zusammen und wir haben aber das Glück, dass wir drei Zimmer haben und ich habe hier meinen ganzen Musikkram und meine Schminke-Ecke hier und da sind meine Bücher und mein Raum hier. Da bin ich die meiste Sehr Zeit. schön. Hat Ja. er auch einen Raum? Er ist sehr viel in der Küche, weil das ist der einzige Raum, wo ich mit Rauchen okay bin. Und er kocht auch, wenn hier jemand kocht. Deswegen ist so die Küche sein Raum. Da hat er auch seinen Computer stehen und ja. Sehr gut. Vielleicht ganz kurz Ja. für euch, die draußen zuschauen. Also Mia Morgan, Künstlerin aus Kassel ursprünglich. Du lebst aber mittlerweile in Berlin, ne, glaube ich. Hey, nein, ich wohne in Nein, Kassel. du lebst in Kassel? Wie Ja, ich lustig. wohne Wieso in dachte Kassel. ich, dass du in Berlin lebst? Ich dachte, alle Ich bin ziehen nach hier. Berlin. Ja, schon, aber ich habe hier, wie ich schon eben gesagt habe, diesen Luxus mit drei Zimmern und das alles zu einem ganz guten Preis. Und in Berlin kriegt man ein Zimmer, glaube ich, für den gleichen Preis, den ich hier für eine große Wohnung hinlege. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen, ich möchte nach Berlin auf jeden Fall, aber ich möchte nicht um jeden Preis nach Berlin. Da bin ich irgendwie schon Verstehe. aus dem Alter raus. Verstehe. Wenn ihr Ja. ihre Musik noch nicht gehört habt, dann vielleicht ganz kurz nochmal für euch, die zuschauen. Also es hat mich sehr an, das hörst du jetzt auch nicht zum ersten Mal wahrscheinlich, Mia, es hat mich sehr an The Cure erinnert, also Wave Boy, als der rauskam, mich schon so an Ja. so 80er Wave Gothic Pop erinnert auf jeden Fall. Wenn euch so ein Sound gefällt, dann gefällt euch auf jeden Fall auch das, was Mia macht. Oder es geht dir gut, so herrlich düster irgendwie und trotzdem auch ein bisschen happy. Ich will immer dazu tanzen. Darf ich das? Ja, bitte. Okay, Der sehr gut. soll auf jeden Bringt Fall. mich dazu. Wir Ich haben, habe glaube ich, eine gesagt, kleine es soll auf jeden Verzögerung, Fall ne? zum Tanzen animieren. Also du darfst ruhig Sehr dazu gut. tanzen. Bitte. Sehr gut. Wollen wir direkt mit Musik starten? Du wolltest ja auch gerne was spielen. Genau. Dann können Ich wir hole mal mein vielleicht einfach Tacho. direkt mit einem Song von dir starten. Voll gern. So, dann machen wir doch einfach mal Wave Boy, wenn du eben schon Okay. davon geredet hast. Auf einem blauen Damenfahrrad, Scheiße, außerdem teilen wir beide die Leiden.
Leidenschaft für Synthie-Pop und Melancholie. Und er erstellt mir immer Playlists, wo ich weiß, ich bin verliebt. In der einzigen ranzig gayballen Stadt, die 80s Musik im Programm hat, gehen wir tanzen. Nur wir zwei die ganze Nacht, da alle meine Freunde hören. Ich hab keinen Bock auf schlechten Deutschrap, ich steh auf Nekromantik, Gitarre. Mein Baby kapiert es, mein Baby versteht. Ich komm nicht auf deinen Rave, Boy. Ich laufe kopflos durch die Nacht mit meinem Wave, Boy. Unter einem Weißwein in der Hand. Und er ist schön, so schön und senkt wie ich. Und dann, dann küsst er mich, too late, Boy. Ich will nur noch meinen Waveboy. La la zi za za da za 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 za. La la zi za za da za. Er hat ein Foto von Morrissey im Portemonnaie. Ich will ihn trotzdem wiedersehen. Oh Mann, der Nazi kotzt mich an. Ich trag sein Shirt an der Alt und denk an ihn und häng mir seine Fotos an die Wand. Alle anderen Männer haben keinen Stil. Er tut mit den Sternen und Vinyl. Er macht ihn nach dem Tag, schenkt mir doch aus seinen Lungen. Gott, er ist der schönste Junge. Ich komm nicht auf deinen Rave, Boy. Ich laufe kopflos durch die Nacht mit meinem Wave, Boy. Und einem Weißwein in der Hand. Und er ist schön, so schön und senkt wie ich. Und dann, dann küsst er mich, too late, Boy. Ich will nur noch meinen Wave, Boy. La da di da 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 da. Alle anderen Männer sind mir so egal. Bin ich von ihm getrennt, ist mein Dasein eine Qual. Ich will nur bei ihm sein, die ganze Zeit. Darum will ich, dass jeder weiß. Ich komm nicht auf seinen Rave, Boy. Ich laufe kopflos durch die Nacht mit meinem Wave, Boy. Und einem Weißwein in der Hand. Und er ist schön, so schön und sein. Und dann küsst er mich, too late, Boy. Ich will nur noch meinen Waveboy. Yay! Ist natürlich jetzt ein bisschen strange, dass nur ich hier klatsche. Ja, ich glaube, wir haben eine relativ... Ich glaube, wir haben eine relativ schlechte Verbindung, aber es ist ein bisschen verzögert. Aber wir gucken es jetzt irgendwie, dass wir es hinbekommen. Ich konnte dich aber gut hören. Nur ich habe gerade von der Technik einen Tipp bekommen, dass es ein bisschen schlecht ist. Okay. Aber wurscht, egal. Hast du dich jetzt nur für Waveboy entschieden, weil ich drüber gesprochen habe? Oder hast du dir vorher schon überlegt, den Song zu spielen? Also wenn man auf Akustikinstrumente beschränkt ist, ist das eigentlich immer der beste Song, den man spielen kann, weil der eben auch sehr gitarrenlastig ist. Und prinzipiell so, ich weiß nicht, wenn du die anderen Songs von meiner EP kennst oder was ich live spiele, das ist alles mehr Synthie-lastig, das ist alles ein bisschen drückender, elektrischer und manchmal sehr schwer akustisch umzusetzen. Deswegen ist Waveboy eigentlich immer so easy auf einer Akustikgitarre zu begleiten. Hast du dich jetzt schon daran gewöhnt, öfter Online-Konzerte zu geben? Also du hast ja jetzt ein paar Mal schon gespielt, ne? Ja, gestern hatte ich in einem Stream vom CO Pop so ein kleines Varieté, das habe ich aber im Vorfeld aufgezeichnet. Ich habe mich nicht dran gewöhnt, weil ich mich nicht dran gewöhnen will. Das ja, ist irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Es ist halt okay, aber es ist nicht mein favorite thing to do gerade, weil es einfach kein Vergleich ist zu auf der Bühne stehen. Und ja, gerade weil ich irgendwie nicht so confident damit bin, meine Songs nur auf einem Instrument zu begleiten. Ich habe immer das Gefühl, die knallen dann nicht so richtig und deswegen lieber auf der Bühne. War das Frauenkonzert von KIZ in Dortmund das letzte Mal, dass du dann wirklich live vor Publikum gespielt hast eigentlich? Ja, das war's. Ja. Und das war auch tatsächlich der letzte Tag, an dem es erlaubt war. Direkt an dem Montag danach wurde alles verboten. Und es war ja auch gleichzeitig mein größter
bisheriger Auftritt und auch eine Feuertaufe für mich, weil bis zu dem Punkt habe ich immer alleine auf der Bühne gestanden mit meinem DJ, der einfach die Backings auf dem Laptop halt angestellt hat. Und ich habe halt Gitarre gespielt und das war mein erster Auftritt mit Band auf dem KIZ-Frauenkonzert. Das heißt, das war halt so eine krasse Premiere für mich und ein super schöner Abend auch. Und danach war finito, also sehr krass. Aber war cool, sagst du, weil, also du hast mal erzählt, dass du sehr darauf bedacht bist, dass das Publikum dich mag. Ja. War das der es Fall? War sehr cool. Ja, ich hatte schon das Gefühl. Also natürlich in einem Raum mit über 10.000 Leuten kann man davon ausgehen, dass da auf jeden Fall genug da sein werden, die es nicht so geil finden. Aber das ist eben einfach Geschmackssache. Trotzdem muss ich sagen, angesichts der Tatsache, dass ich der Support-Act war und dass der Haupt-Act komplett andere Musik macht als ich, waren die Mädels wirklich sehr, oder die Frauen sehr, sehr, ja, offen für mich und haben mir ein sehr schönes Gefühl gegeben. Und ich glaube, es wäre anders gewesen, wenn es Publikum gewesen wäre mit Männern. Ich glaube, es war ein Vorteil, dass halt hauptsächlich oder ausschließlich Girls im Publikum waren, weil ich immer so ein bisschen die Erfahrungen habe, die, ja, also ohne zu stereotypisieren, obviously, aber die meisten Frauen, die ich kennenlerne, haben ein bisschen mehr Anstand auf Konzerten, weil sie ein bisschen empathischer sind. Und gerade wenn eben eine Frau auf der Bühne steht, hat man es mit männlichem Publikum manchmal schwer, weil es halt immer noch irgendwie Dudes gibt, die das nicht richtig ernst nehmen wollen. Vor allen Dingen, wenn es eben rockigere Musik ist oder in so einem Rahmen stattfindet wie ein KIZ-Konzert. Da hatte ich großes Glück, die waren alle echt super. Finde ich ganz interessant, dass du das so sagst, weil man hört auch ganz oft, dass Menschen sagen, naja, als Frau hat man es eigentlich einfacher auf der Bühne, weil das ist ja immer noch was Besonderes. Ja, aber ob besonders als positiv gewertet wird, lässt sich so in den Raum stellen. Natürlich ist es was Besonderes, weil es eben leider noch nicht die gleiche Anzahl ist wie Männer auf Bühnen. Also da gibt es sicherlich immer noch irgendwie sehr krasse, ja, eine krasse Differenz zwischen der Anzahl von weiblichen Künstlerinnen, die große Gigs spielen, und männliche Künstler, die große Gigs spielen. Aber wie es halt vom Publikum aufgenommen wird, es ist halt nicht immer positiv, diese Besonderheit. Ne? Weil wenn es komplett positiv aufgenommen werden würde, dann wäre es ja keine Besonderheit mehr, sondern würden ja mehr Frauen spielen, wenn alle das so toll finden. Ja, dann, genau, dann wäre es einfach ganz normal wahrscheinlich. Genau. Es gibt viele Dinge, die noch nicht so normal sind. Mit denen beschäftigst du dich auch sehr intensiv, auch in deinem Podcast Mental Mall. Mhm. Da gibt es jetzt zwei Folgen schon. Und ich habe auch gesehen, auf deinem Instagram-Profil hast du vor kurzem einen Post abgesetzt. Da ging es um Body Positivity. Dass du gerade jetzt in der Corona-Zeit wieder merkst, dadurch, dass so Alltagsgewohnheiten aufgebrochen werden oder dass man nicht mehr so einen richtigen Alltag hat, dass es schwieriger ist, sich wieder im eigenen Körper wohlzufühlen. Ist das so? Ja, schon. Also ich habe, seitdem ich 12 Jahre alt bin, eine Essstörung. Und das tendierte mal sehr krass in die Richtung Magersucht, aber es tendierte auch mal sehr stark in die Binge-Eating-Disorder. Es war irgendwie immer schon Thema bei mir. Und natürlich nimmt das oft Einfluss auf den Körper. Es gibt auch Leute, die haben Essstörungen, die sich nicht absehen lassen. Ist auch ein krasses Vorurteil, dass Leute, die eine Magersucht haben, immer dünn sind. Das ist gar nicht der Fall. Bei mir hat es aber sehr krass Einfluss auf mein Aussehen genommen. Und sicherlich stört das Selbstbild, gerade wenn man eine Essstörung in einer Phase entwickelt, in der sich der Körper sowieso verändert, in der der Körper vielleicht etwas weicher, etwas kurviger wird durch die Pubertät. Da ist das schwer, das zu akzeptieren, wenn man sowieso ein gestörtes Essverhalten hat. Und nach all den Jahren habe ich es aber in den letzten Jahren ganz gut hingekriegt, mich so zu lieben, wie ich eben bin, wie ich aussehe, das nicht nur zu akzeptieren, sondern auch toll zu finden, dass ich eben so mehr auf der Curvy-Seite bin, dass ich eben so ein bisschen thicker bin. Das ist ja auch Gott sei Dank gerade irgendwie medial nicht nur akzeptiert, sondern wird auch sehr gefeiert, was
natürlich auch wieder ein schönes Gefühl ist, wenn man Repräsentation in sozialen Medien plötzlich hat, die man halt jahrelang nicht hatte. Das ist ja gerade sehr krass, wofür ich sehr dankbar bin. Aber trotzdem ist diese Zange immer noch am Hören. Und wenn man halt viel Zeit hat, fängt man sowieso immer mehr an nachzudenken. Und gerade wenn man halt die ganze Zeit zu Hause ist, merkt man, eigentlich wartet man als Mensch den ganzen Tag lang nur auf die nächste Mahlzeit. Und das kickt natürlich wieder irgendwie so ein bisschen toxische Denkweisen los. Und man guckt sich länger im Spiegel an. Man kann nicht rausgehen zum Sport machen oder ins Fitnessstudio gehen. Und dann ist man vielleicht auch zu faul für ein Homeworkout. Und das sind halt alles so Mechanismen, die sehr schnell wieder so ein toxisches Denken lostreten. Deswegen, ja, also es ja ein krasseres Thema bei mir und ich gucke mich gerade wieder ein bisschen kritischer im Spiegel an, als ich das gemacht habe, bevor diese ganze Corona-Sache losging und ich einfach so meinen regulären Alltag hatte, ne? Wo man halt irgendwie auch tief ist und nicht so, oh, jetzt ist 15 Uhr, jetzt esse ich mal wieder was. Also das sind wirklich Momente, wo du dann getriggert bist und dann auch merkst, dass du aufpassen musst. Also wie steuerst du denn dann dagegen? Weil eigentlich ist es ja nicht schlimm, um 15 Uhr einfach was zu essen. Ja, nee, überhaupt nicht, das weiß ich auch. Also ich habe auch tatsächlich, ohne jetzt den Tag vorm Abend zu lohnen, aber ich glaube nicht, dass ich gerade in der Verfassung bin, wo ich Gefahr laufe, komplett rückfällig zu werden. Ich versuche einfach dann, mich abzulenken, weil was es halt mit mir macht, ist, es zieht meine Laune runter. Wenn mein Selbstbild nicht stimmt, dann geht es mir einfach nicht gut und deswegen versuche ich dann Sachen zu machen, ja, die eben absolut nichts mit meinem Körper und meinem Aussehen zu tun haben. Ich schaue mir irgendwelche Videos auf YouTube an, ich mache ein bisschen Musik oder ich stelle das Laptop einfach komplett aus und spiele ein bisschen Animal Crossing am Handy, weil ich immer noch keine Switch habe. Und sowas tut mir halt dann einfach ganz gut. Oder ich gehe ein bisschen spazieren, sowas. War die Entscheidung jetzt, den Podcast zu machen, zusammen mit Sergio, auch ein Künstler, weil, also wann war der Punkt, dass ihr gesagt habt, wir möchten gern diesen Podcast machen, weil ich habe da jetzt diese zwei Folgen gehört und ihr seid ja schon sehr ehrlich und sehr offen und es geht um wirklich eure psychischen Probleme und wie ihr damit umgegangen seid und auch immer noch umgeht und ihr gebt sehr viel Preis. Also wann war der Punkt, dass ihr gesagt habt, ey, wir machen das jetzt einfach? Also ich habe gedacht, euch muss es eigentlich sehr gut gehen, weil sonst hättet ihr vielleicht die Power nicht. Ja, also wir wollten einen Podcast machen, in dem wir nicht nur, ohne andere Podcasts zu zerreißen damit, um Gottes Willen, in dem wir nicht nur einfach labern. Wir wollten ein Konzept haben, wir wollten etwas haben, wovon Personen, die das anhören, profitieren können. Und da eben diese Mental Health Sache in unser beider Leben sehr präsent ist. Wir haben zum Beispiel beide die Diagnose Borderline Personality Disorder und haben da natürlich auch im Privat schon viel miteinander drüber geredet. Der Sören verarbeitet ja auch in seinen Songs sehr offen Themen wie Depressionen oder eben auch Liebeskummer etc. oder eben auch toxisches Verhalten, dass man halt feiern geht, obwohl man sich schlecht fühlt und so weiter und so fort. Und deswegen war das für uns ein sehr naheliegendes Thema, um das einfach so als Freunde zu machen, weil wir eben auch privat irgendwie sehr darüber bonden. Aber auch, weil ich das Gefühl habe, dass, also zumindest ich weiß von mir selber, ich bekomme von vielen Leuten, die meine Musik hören, Nachrichten, in denen sie sich bedanken oder zumindest positiv anmerken, dass ich so offen in meinen Texten damit umgehe, dass es mir nicht gut geht oder dass man irgendwie schlechte Beziehungserfahrungen hatte. Und um da irgendwie so ein bisschen dran anzubinden und da nochmal ein bisschen drauf einzugehen, haben wir uns halt entschieden, einen Podcast zu machen, der so ein bisschen den Fokus auf Mental Health hat und das Ganze halt mit dieser Mall-Thematik verbunden, weil unser Coping-Mechanism Shoppen ist. Und ja. Und kannst du vielleicht nochmal erzählen, also Borderline Disorder ist natürlich ein großer Begriff. Kannst du für jemanden wie mich oder auch andere, die vielleicht zuschauen, nochmal erzählen, wie äußert sich das? Also wann hast du gespürt, ich möchte gerne Therapie machen beispielsweise? Da wusstest du, konntest du das vielleicht ja noch gar nicht einordnen. Was waren so die Anzeichen oder was waren so die Momente für dich? Also ich bin schon sehr, sehr lange in Therapie sowieso, wegen meiner Essstörung. Und anfangs auch nur deswegen.
Ergo, man hat mich wie eine klassische Magersüchtige therapiert und das war auch zu dem Zeitpunkt okay. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, das trifft den Nagel nicht so richtig auf den Kopf. Also ich habe mich nicht so aufgehoben gefühlt in der Therapie, die ich damals hatte, und war bei verschiedenen TherapeutInnen und das Ganze halt über mittlerweile jetzt mehr als 10 Jahre. Die Diagnose Borderline habe ich bekommen, als ich 21 Jahre alt war, also vor 5 Jahren. Und das war für mich, als ob sich so ein Knoten gelöst hat. Natürlich ist es ein großes Cluster, zu dem viele Symptome gehören. Und nur weil man einige dieser Symptome hat, hat man nicht automatisch Borderline. Es gibt auch viele Leute, die sehr schnell die Diagnose bekommen, obwohl es gar nicht stimmt. Aber ich habe mich halt diesbezüglich sehr gut, ja, plötzlich verstanden gefühlt, als ich unter diesem Aspekt behandelt wurde, weil es halt auf diese emotionale Instabilität eingegangen ist. Und die liegt halt allem zugrunde, was ich so an psychischen Sachen halt habe irgendwie. Das kann man alles damit erklären, dass ich halt einfach emotional instabil bin. Und so hat sich das schon seit, ja, schon eigentlich auch in meiner Kindheit geäußert, dass ich eben irgendwie immer sehr intensiv empfinde, dass ich sehr ambivalent empfinde, dass ich mich sehr leicht emotional verunsichern lasse und eben auch so ein sehr gefühlsabhängiger Mensch bin. Also, dass ich mir sehr viele Gedanken mache über mich und meine Gefühle, aber auch die Gefühle von anderen Leuten. Also, es hat auch bei mir sehr viel damit zu tun. Ich komme nicht umhin, mein Gegenüber ständig zu analysieren. Wenn mir irgendjemand etwas sagt, etwas über sich selber oder etwas über mich, dann tritt automatisch bei mir so ein Mechanismus los. Und ich habe halt sehr schnell raus, nach all der Zeit Therapie, wie andere Menschen ticken. Also ich will mir damit nicht so auf die Schulter klopfen, weil das kann auch sehr nervig sein. Aber wenn man sich selbst so lange mit der eigenen Psyche auseinandersetzt, dann kann man anderen Leuten sehr schnell anmerken, was sind ihre Unsicherheiten, was sind ihre Ängste. Und man denkt halt viel darüber nach, wie hat die Person das jetzt gemeint? Und das ist bei Zeiten wirklich sehr, sehr anstrengend. Man kann die Sachen sehr schlecht nehmen für das, was sie sind. So. Okay. Im Podcast sagst du manchmal so Sätze wie, und das war zu einer Zeit, da hat Borderline so richtig geballert. Ja. Was meinst du damit? Also hast du die immer noch, diese Momente? Und wie gehst du mit denen um? Wenn, dann habe ich sie sehr, sehr schubartig und sehr kurz. Und dann ist es wirklich so, als ob sich ein Schalter umlegt und plötzlich bin ich komplett irrational, reagiere komplett über, das kann sowas sein, wie dass ich mich irgendwie über meinen Partner ärgere, weil irgendeine Kleinigkeit vorgefallen ist. Und dann tritt das halt wie so eine Dominosteinkette los in meinem Kopf. Und dann bin ich wirklich von alles ist gut auf, ich schmeiße jetzt seine Sachen raus und rede nie wieder mit ihm in 10 Sekunden. Aber von dem Modus komme ich halt auch super schnell wieder runter. Und wenn ich aber in diesem Modus bin, bin ich nicht in der Lage, abzuwägen. Dann ist es das Einzige, was ich fühle. Dann kann ich nicht wahrnehmen, reagiere ich jetzt gerade über? Ist das gerade noch rational, was ich hier denke? Sondern dann ist das Einzige. Aber 10 Sekunden später ist vielleicht wieder das Vernünftigere, das Einzige. Und dann denke ich mir, hä, was war denn eben los mit mir? Und kann das gar nicht mehr nachvollziehen. Aber es gab auf jeden Fall intensivere Zeiten. Ich war in einer sehr toxischen Beziehung oder auch Nicht-Beziehung. Es war sowas nichts Halbes und nichts Ganzes mit jemandem, der selber psychische Probleme hatte und der halt diese ganzen Verhaltensmuster nochmal viel stärker getriggert hat, eben dadurch, wie er sich mir gegenüber verhalten hat. Also der hat sehr stark mit meiner Verunsicherung gespielt und hat sich fast so ein Fetisch daraus gebastelt, mich halt in meinen Unsicherheiten zu triggern. Und mich zum Beispiel blockiert oder 3 Tage nicht mit mir geredet. Und dann habe ich dasselbe gemacht und ich habe einmal so getan, als hätte ich mir was angetan und habe meine kompletten Social-Media-Kanäle halt stillgelegt, habe WhatsApp vom Handy gelöscht, den Messenger vom Handy gelöscht und 3 Tage lang nichts von mir hören lassen irgendwo, weil ich wollte, dass er denkt, dass ich mich wegen ihm umgebracht habe. Ja, komisch, wenn man jetzt drüber redet, aber ich habe manchmal, wenn ich jetzt wütend bin, auch so Momente, wo ich so denke, okay, ich mache einen auf Gone Girl und die Leute können dann gucken, was sie davon haben. So.
So. Guter Film übrigens. Voll. Und dein jetziger Freund, der kann da offensichtlich gut mit umgehen. Habt ihr da irgendwelche Mechanismen? Also, dass du sagst, wenn die und die Situation vielleicht aufkommt, dann versuch lieber, weiß ich nicht, mich zu ignorieren oder mich runterzuholen? Oder habt ihr da so Absprachen oder kann man das gar nicht treffen? Also, wir haben keine genaue Absprache, aber ich habe eben das große Glück, dass er sehr gediegen ist. Also er ist selber, ohne das Böse zu meinen, ein sehr neurotypischer Mensch, der noch nie mit Mental Health zu tun hatte. Natürlich hat er auch seine Unsicherheiten und seine Sorgen, aber er hatte nie irgendwie etwas wie eine Depression oder eine Zwangsstörung oder sowas in der Art, sondern er ist einfach ein sehr, sehr ruhiger Mensch, der eben auch eher reserviert ist und eher introvertiert, und ich bin sehr nach draußen und sehr extrovertiert, und in solchen Momenten hört er einfach zu und ist einfach da, und das ist schon wirklich Gold wert, wenn man einfach jemanden hat, der vielleicht gar nicht so krass reagiert und was dagegen hält, sondern einfach zulässt, dass das gerade passiert, zuhört, da ist und dann vielleicht auch mal sowas sehr Rationales sagt, um mich einfach irgendwie so auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, also einfach so eine Art Reality-Check macht. So und so ist das, es wird sicherlich nicht so und so kommen. Guck dir an, wie die aktuelle Lage ist, und denk nicht so viel darüber nach, was vielleicht passieren könnte oder was war. Also das ist ein sehr bodenständiger, gelassener Mensch. Manchmal schon fast zugelassen. Also manchmal habe ich auch so Momente, wo ich ihn schütteln will und einfach so sagen will, jetzt schrei doch mal zurück und sei doch auch mal irgendwie so aufbrausend wie ich. Aber das passiert nicht und das ist auch gut. Dann kommen wir jetzt zurück zu deiner Musik. Du möchtest ja auch noch einen zweiten Song gerne spielen. Vorher noch die Frage, ist Musik auch für dich Teil deiner Therapie? Ja, also, schon. Klar. Also ich habe sehr wenige Texte, die von mir abstrahiert sind. Also ich habe natürlich ein paar Texte, die irgendwie aus der Perspektive von einer Person geschrieben sind, die nicht viel mit mir gemein hat, aber man kommt nicht umhin, sich selbst immer reinzuschreiben oder zumindest Inspiration von sich selbst und dem eigenen Leben zu nehmen. Deswegen sind halt so Songs wie Wiedergänger oder In Wien sind halt so Lieder, die super persönlich sind. Valentinstag klingt vielleicht auf den ersten Hörer so sehr witzig und überspitzt, aber this is what I felt at that time. Also es ist wirklich einfach eine sehr, ja, kreativ in Anführungsstrichen dargestellte Version von dieser krassen Wut, die man auf das Gegenüber haben kann, und von dieser krassen Eifersucht, die man fühlen kann, dieser bösartigen Missgunst. Und deswegen sind all meine Texte eigentlich sehr, 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 sehr persönlich. Und es hilft, wenn man... ich habe zum Beispiel ein Konzert gespielt vor ein paar Monaten und im Publikum war mein Ex, der halt praktisch die Grundlage für meine gesamte EP ist, und er hat mich zum ersten Mal live gesehen und es hat sau gut getan, ihn in einem Kontext zu erleben, in dem einige Leute die Texte mitsingen, die von ihm handeln, und es ist eine total fröhliche Veranstaltung, alle sind gut drauf und man weiß aber, er ist so uff, und es ist erstmal schwer zu schlucken für ihn, aber wir sind on good terms, es ist alles okay und der nimmt mir das auch nicht übel, im Gegenteil, ich glaube, er findet es auch ein bisschen cool und das kann er auch ruhig, also es ist schon irgendwie therapeutisch, ja. Er ist ja dadurch jetzt auch ein bisschen berühmt vielleicht, ja, obwohl man ja nicht weiß, um wen es geht. Ja, okay, Julia. Welchen Song möchtest du zum Abschluss noch spielen? Ach, ich würde Es geht dir gut spielen, oder? Yes, die, bitte. Find ich auch süßes Lied zu dem Thema. Lege mich in Silberketten, ich bin eine Marionette. Mach mich, wie du mich gern hättest, und bette dich in mir. Ich weiß, ich bin eine von vielen, und du willst nur mit Mädchen spielen. Ich krieg zu dir auf wunden Knien,
gehorsam wie ein Kind für dich. Doch bitte sag mir nicht, du willst mich doch gar nicht. Bitte sag mir nicht, du brauchst mich, es geht's dir doch gut ohne mich. Bitte sag mir nicht, du liebst mich doch gar nicht. Bitte sag mir nicht, du willst mich nicht. Ruf mich dann nachts um 2:30, so wie ein Werwolf. Komm zu mich, lass dich rein, mein Vampir. Ich will so gern dein Mädchen sein. Doch ich bin es nicht, belüg mich nicht. Und bitte sag mir nicht, du willst mich doch gar nicht. Bitte sag mir nicht, du brauchst mich, es geht's dir doch gut ohne mich. Bitte sag mir nicht, du liebst mich doch gar nicht. Bitte sag mir nicht, du willst mich nicht. Du, nein, du kennst mich nicht. Du weißt nichts über mich und ich. Ja, ich kenne dich viel besser, als du dich kennst. Oh, bitte sag mir nicht, du willst mich doch gar nicht. Bitte sag mir nicht, du brauchst mich, es geht dir doch gut ohne mich. Bitte sag mir nicht, du liebst mich doch gar nicht. Bitte sag mir nicht, du willst mich nicht. Vielen Dank. Ich hoffe, das kommt bei dir auch an, dass ich hier so wuhue, weil irgendwie, ja, vielleicht ist die Verbindung ja dann doch wiederum nicht so gut. Vielen, vielen Dank. Ich habe gedacht. Sehr gut. Das war wunderschön. Das war wirklich, ich liebe diesen Song. Ist auch ein perfekter Song, nur mit Gitarre. Findest du? Ja. Ja? Weil deine Stimme so kraftvoll ist. Deine Stimme ist sehr kraftvoll und das also funktioniert extrem gut, finde ich. War wirklich gerade sehr, sehr gut. Ich glaube tatsächlich, dass jetzt die Community noch Möglichkeiten hat, dir Fragen zu stellen. Ja, geil. So wenn ich das verstanden habe. Ja. Bei mir sind die allerdings nicht reingekommen. Hallo. Ich glaube, die sind bei Salva. Hallo. Na? Hi Mia, hi Franziska, es war voll nice. Hallo. Ich habe gerade sehr gebannt zugeschaut und zugehört. Dankeschön, das freut mich. Richtig cool. Und ich habe auch direkt einen Kommentar, der da perfekt drauf eingeht. Und zwar schreibt Christina, keine Frage, nur sehr nette Worte. Hey, ich finde deinen Weg total klasse und schön, dass du so offen zum Beispiel über Borderline sprichst. Das wird noch recht selten öffentlich thematisiert. Alles Gute weiterhin. Dankeschön, Christina. Voll sweet. Schön zu wissen. Ja. Wir haben noch Fragen, Zeit bis 16.30 Uhr. Also wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sehr gerne kommentieren. Ich gebe dir die einfach mal weiter, Mia. Ja. Flo hat gefragt, Mia, würdest du dir wünschen, dass auch andere KünstlerInnen so wie du ihre Reichweite nutzen, um öffentlich über eher schwierige Themen zu sprechen? Also ich finde, niemand ist dazu verpflichtet, als KünstlerIn gleichzeitig auch Mental Health Advocate zu sein. Wenn es Leute gibt, die eben einfach nur Musik machen wollen oder einfach nur Schauspielern wollen oder InfluencerIn sein wollen, ist es auch voll okay, wenn die den ganzen Tag einen auf Friede, Freude, Eierkuchen machen. Das kann jede Person für sich selbst entscheiden. Ich finde es immer gut, wenn es Leute machen, aber ich finde nicht, dass man dazu verpflichtet ist, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Ja, das ist ja auch so ein bisschen so eine problematische Haltung, die zum Beispiel Frauen häufig gegenübergebracht wird, dass von ihnen erwartet wird, dass sie sich jetzt irgendwie äußern zu Feminismus oder Sexismus, auch wenn sie da überhaupt gar keinen Bock drauf haben, gerade bei weiblichen Künstlerinnen. Voll. Und ich finde, dass es total unfair ist, weil von Männern wird es auch nicht erwartet, dass sie sich unbedingt irgendwie auf so einer Ebene positionieren. Und ich finde es so
wer es machen will, kann es gerne machen und das finde ich auch schön, aber wie gesagt. Aber du beschäftigst dich ja auch mit Sexismus in der Musikindustrie zum Beispiel. Würdest du dir wünschen, dass mehr von deinen männlichen Kollegen da für weibliche Künstlerinnen einstehen oder sich da tatsächlich mehr äußern, ohne jetzt diesen Fingerzeig-Aspekt, ihr seid verpflichtet, euch zu äußern, sondern einfach so ein Wunsch quasi? Also ich habe das Glück, dass ich in einer Bubble bin, in der die meisten Männer, mit denen ich zu tun habe, sehr selbstreflektiert sind und auch offen über diese Themen sprechen und tatsächlich auch auf Social Media darauf aufmerksam machen. Aber es fällt auch mir diesbezüglich manchmal ein bisschen schwer, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und wenn ich dann irgendwie in andere Bubbles reingucke, wie zum Beispiel im Hip-Hop oder so, wo es halt immer noch sehr, sehr krasse Probleme gibt mit irgendwelchen Stereotypen, nicht überall natürlich, aber viel mehr als jetzt irgendwie gerade in den Kreisen, wo ich mich bewege, würde ich mir schon wünschen, dass das anders ist und dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man als ebenbürtig wahrgenommen wird und nicht als die, ach ja, ich lasse die Maus mal machen, hier auf der Bühne rumhüpfen und soll mal hier performen und schön und gut, sondern dass man eben auch, ja, genauso unterstützt wird wie männliche Kollegen eben auch. Da habe ich auch noch eine Frage, wenn ich kurz dazwischengrätschen kann nochmal. Ist das okay, Salva? Klar, natürlich. Und zwar, was ich super spannend fand bei dir, Mia, das hast du auch im Podcast erzählt, dass du Germany's Next Topmodel guckst. Ja. Und da dachte ich kurz, meint sie das jetzt spaßeshalber oder guckt sie es wirklich? Also, ist das, warum guckst du das? Ich finde, dass es definitiv eine sehr, sehr oberflächliche Serie ist. Aber auf der anderen Seite, ich bin wirklich mehr auf der liberal-feministischen Seite unterwegs und ich kann das natürlich nicht sagen und beurteilen, weil ich selber nicht gemacht habe, aber die Mädels, die sich da bewerben, die bewerben sich da freiwillig, weil die Bock haben, in dem Format mitzumachen und ich gehe auch stark davon aus, dass die meisten wissen, dass sie das nicht auf einen Laufsteg für, was weiß ich, Gucci etc. katapultieren wird, sondern dass sie mehr halt für das Format dann in der Öffentlichkeit stehen. Und sicherlich ist das krass, dass sie zum Beispiel die Handys weggenommen bekommen, finde ich absolut absurd. Und ich weiß auch, dass die Knebelverträge unterschreiben. Aber ich finde, dass Germany's Next Topmodel nicht diese schreckliche, frauenfeindliche Show ist, für die sie dargestellt wird. Ich kann wieder nicht für alle Leute sprechen, aber es war zum Beispiel für mich persönlich in meiner Essstörung nie so ein Thema, dass ich eine Modelshow geguckt habe und das für mich ein Problem war. Soll nicht heißen, dass das für niemanden problematisch ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das viele Leute triggert, weil es eben auch sehr viel um Körper geht. Aber ich persönlich finde, das ist genau wie mit Pornografie oder mit sich selber als Frau irgendwie sexuell darstellen. Ich finde es okay, wenn die Mädels Lust haben, in einem Schönheitswettbewerb mitzumachen und dann dafür auch irgendwie zu tanzen und sich auch bewerten zu lassen, weil sie es freiwillig machen. Aber es ist ja schon ein bestimmtes Frauenbild, was da propagiert wird. Also wenn wir jetzt wieder zum Stichwort Body Positivity zurückkommen, also die Maße sind ja schon recht gleich bei den ganzen Girls. Wir haben seit drei Jahren fadenscheinige Curvy-Models dabei, die natürlich auch immer sehr krass in den Vordergrund gedrängt werden. Das ist dann mal so eine Größe 40, 42 und dann ist es immer so, wow, look at her, we have a Curvy-Model on the show. Und dann wird auch immer wieder darüber geredet, wow, deine Kurven sind so toll, ich liebe deine Kurven. Und Heidi auch diese Staffel so, der hat erst gesagt, ich wünsche mir so sehr, dass ein Curvy-Model gewinnt. Und ich war so, ja, warum schmeißt du sie dann in der vierten Folge raus? Es hat sich ein bisschen was getan, eben weil da auch einfach der Druck ist. Ich will die Show auch gar nicht verteidigen. Ich bin nur irgendwie an einem Punkt, wo ich mit meiner Einstellung so confident bin, dass ich das Gefühl habe, mir schadet es nicht, wenn ich das konsumiere. Und ich bin nicht diejenige, die die Serie reich macht durch mein Zugucken oder so. Also ich finde, dass es weitaus problematischere Medien gibt, als eine Show, in der junge Mädels in Bikinis rumlaufen. Man darf sich ja auch durchaus als Feministin irgendwie problematic Faves zugestehen. Also ob das jetzt irgendwie problematische Künstler sind, die man hört, oder eine problematische Show. Du bist ja nicht die Person, die diese Show produziert. Das Einzige, worüber man natürlich nachdenken kann, ist, ob man der jetzt quasi noch in der Öffentlichkeit weiter dafür werben will oder deren Plattform geben will.
Das stimmt. Aber ja. Wir sind ja eigentlich noch in einem kleinen Q&A und wir haben nur noch 6 Minuten Zeit dafür. Deswegen mache ich mal weiter mit der nächsten Frage. Von Ella nämlich. Wärst du für eine Künstlerinnenquote bei Festivals, sobald wieder welche stattfinden? Ja, erstmal schon. Also ich finde sowas geil, bis es Normalität ist. Ich finde es total wichtig. Ich habe jetzt in den Lineups, die für dieses Jahr gedacht wären, schon eine angenehm große Anzahl von weiblichen Künstlerinnen gesehen, die mich sehr gefreut hat. Aber solange bis es Normalität ist, kann man das ruhig machen. Weil wenn Ungleichheiten herrschen und wenn so gravierende Ungleichheiten herrschen wie eben in diesem Bereich, dann kann man so lange so eine erstmal drastische Maßnahme anwenden, bis es eben Normalität geworden ist und diese Maßnahme nicht mehr möglich ist, nicht mehr nötig ist. Dich würde es also quasi auch nicht stören, wenn du, weil das wird ja dann voll häufig gerade auch von Männern gesagt, was diese Quote betrifft, so naja, aber du willst doch keine Quote sein. Würdest du dich fühlen wie eine Quote oder wäre dir das egal? Nein, also ich weiß, dass ich, oder ich bin sehr zufrieden mit der Musik, die ich mache. Und ich glaube, dass das auch nochmal, sich für die Festivals anders lohnen würde, weil ich eigentlich das Gefühl habe, dass wir in einer Zeit leben, in der Mädels sehr stark nach weiblichen Role Models gucken. Und mich als Frau lockt es viel mehr zu einer Veranstaltung, wenn ich sehe, hey, die wird von Frauen gehostet. Und da erschließt man sich nochmal ein ganz anderes, ein größeres Publikum auch einfach mit. So. Die nächste Frage kommt von Ayn Jans. Wie überwindet man sich, sich bei psychischen Problemen Hilfe zu suchen? Gerade wenn man sich vielleicht noch nicht ganz eingestanden hat, dass man ein Problem hat. Das ist schwierig, weil es ist ein sehr, sehr langer Prozess, bis man überhaupt akzeptiert, dass man diese Probleme hat. Ich finde es immer schön, wenn man sich einer Vertrauensperson anwenden kann. Es gibt mittlerweile auch Chat-Services. Ich weiß da leider natürlich keine genaue Adresse, aber ich weiß, dass es sowas gibt, dass man praktisch online mit Leuten chatten kann, wie so ein Kummerkasten, wo man sehr anonym erstmal anfangen kann, sich Hilfe holen kann. Wirklich bei einer Therapiestelle anzurufen, ist ein großer Schritt. Aber es ist auch wichtig, dass man sich keinen Druck macht. Also es ist okay, wenn man sich auch ein bisschen Zeit nimmt, außer man hat halt suizidale Gedanken oder verletzt sich selber aktiv selbst. Aber es ist ganz wichtig, dass man sich nicht diesen Druck macht, ich muss das jetzt loswerden, ich muss mich so schnell wie möglich darum kümmern, sondern es ist okay, sich erstmal mit sich selbst auseinanderzusetzen und dann zu gucken, okay, vertraue ich mich einer Freundin, einem Freund an, vertraue ich mich einem Familienmitglied an, vertraue ich mich vielleicht, wenn man in der Schule ist, einem Lehrer, einer Lehrerin an. Sowas können alles Möglichkeiten sein. Nochmal dazu, falls es euch genauso geht und ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann haben wir auch noch ein paar Angebote in der Beschreibung hier auf YouTube. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Die nächste Frage kommt von Ella, habe ich die schon gestellt? Wie wichtig, Ella hat 2 Fragen gestellt. Wie wichtig ist Insta für deine Karriere und wie viel Zeit verbringst du täglich mit Instagram? Ich finde, Karriere ist ein bisschen vermessen, weil ich eine relativ kleine Künstlerin bin. Aber ich habe schon sehr, sehr viel Zeit auf Instagram verbracht, bevor ich meinen ersten Song rausgebracht habe. Ich habe seit 2012 Instagram und habe diesen Account zuerst genutzt, um meine Recovery von meiner Essstörung zu dokumentieren. Also ich habe Fotos von meinem Essen gepostet, ich habe meine Fotos von meinem Körper gepostet, wie er sich verändert hat, habe da eine kleine Community irgendwie aufgebaut. Es ist mir sehr wichtig, heutzutage natürlich auch irgendwie, um im Public Eye zu sein, um sich selber, ich will nicht sagen zu vermarkten, aber um sich selber zu präsentieren, das ist schon wichtig. Aber Instagram ist mir auch im Herzen wichtig, auch wenn das vielleicht so ein bisschen als verrufen gilt. Ich würde nicht auf diese App verzichten wollen, weil dadurch bleibe ich connected mit Themen, die mich interessieren, Personen, die mich interessieren und eben auch den Leuten, die ich interessiere. Und das ist sehr wichtig. Und ich bin bestimmt 4 Stunden am Tag auf Instagram. Oh mein Gott, das ist ja noch wenig für Corona-Zeiten. Es gibt Franziska, wie viele Stunden bist du auf Instagram? Ich muss mal nachgucken. Ich habe schon länger nicht mehr geguckt bei dieser Rechnung. Aber ich glaube, es ist ein bisschen weniger momentan. Ich habe so ein Limit. Und das ist ganz schlimm, weil seit ich mir das Limit eingestellt habe, überschreite ich es jeden Tag. Und ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt anhabe. Es macht es eigentlich alles nur noch schlimmer.
Wir sind am Ende der Fragerunde. Ich habe noch eine letzte, ganz kleine Frage an dich, Mia, weil dir ja jetzt als Künstlerin ein besonderes Jahr oder zumindest Restjahr bevorsteht. Wie fühlt sich das denn für dich an, zu wissen, dass du jetzt gar nicht mehr auf die Bühne kannst, dass du gar nicht mehr richtig vor einem Publikum spielen kannst? Weil es ist ja schon nochmal eine krass andere Erfahrung, jetzt so, hast du ja vorhin auch schon drüber gesprochen, in so einen Stream zu singen. Ja, ich will diesen Stream nicht auf so einem negativen Fuß beenden, aber es fühlt sich scheiße an. Truth be told, es ist richtig scheiße. Ich bin sehr unglücklich deswegen. Und ich hoffe, dass es sehr bald wieder möglich ist und dass man zumindest irgendwie eine Möglichkeit findet, ja, vielleicht kleine Konzerte gegen Ende des Jahres zu spielen, dass man irgendwas machen kann, um halt connected zu bleiben, weil mir die Community, die meine Musik und mich gut findet, sehr, sehr wichtig ist und ich irgendwie so Konzerte auch immer wie so eine kleine Convention wahrnehme. Ich tausche mich gern mit den Leuten aus und das fehlt mir einfach. Aber um dann nochmal einen positiven Twist mit reinzubekommen, wie kann man dich denn gerade in so einer Krisenzeit unterstützen als Künstlerin? Also streamen natürlich und mir schreiben und meine Sachen auf Instagram anschauen und ja, einfach irgendwie mich supporten auf Social Media, vielleicht den FreundInnen von meiner CD erzählen, solche einfachen Sachen helfen. Ich habe auch heute eine neue T-Shirt-Aktion gestartet, dass es mein Waveboy-Shirt noch ein letztes Mal on demand gibt, weil einige Leute nachgefragt haben. Und so Merch und so, das hilft auch immer. Aber das Wichtigste ist einfach so, bei mir bleiben, bis ich wieder auf die Bühne darf. Cool, dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen für ein gutes Restjahr. Wir werden uns bestimmt auch noch mal sehen. Franziska, wir auch. Danke euch beiden für das wirklich spannende Gespräch. Und danke, dass ihr Teil wart von der ersten TinConline. Ja, das war schön. Dankeschön. Danke, ihr beiden. Macht's gut. Danke euch, bis dann. Tschüss.